Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu dem letzten Video in diesem Jahr. Nicht ganz letzten Video in diesem Jahr, aber zu quasi meinem Fazit-Video von diesem Jahr. Es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben und zu gucken. Es geht um alle möglichen Themen. Ich kann auch nicht sagen, wie lang dieses Video wirklich gehen wird, weil es wirklich viel ist. Also ich habe gerade eine Liste gemacht von den Dingen, damit will ich anfangen, damit ihr mal so reinkommt, was für mich auch immer total überwältigend ist, weil man dann unterschätzt, erstmal, wie lange ist so ein Jahr? Und was machen wir alles in diesem einem Jahr? Also wenn ihr das jetzt hört, ihr werdet vom Glauben abfallen. Das ist wirklich jetzt passiert in diesem Jahr. Wir machen immer kleine Bilder rein. Ich fange einfach mal an. Da sind nicht nur Autos bei, sondern auch Dinge, die wir so zwischendurch, die größere Impacts hatten, die euch auch bewegt haben oder auch, die ihr gesehen habt oder die ihr euch gemerkt habt. Aber pass auf, geht los. Wir haben einen Subaru STI komplett umgebaut. Wir wurden einmal gehackt. Das war auf jeden Fall sehr crazy und sehr negativ überraschend für uns alle, glaube ich. Wir haben einen Twingo umgebaut mit Motorradmotor. Wir haben das G3-Projekt gestartet. Den Supra-Schalter haben wir dieses Jahr gebaut. Ich habe bei Manta Manta dem Film mitgemacht. Wir haben GR86 umgebaut. i20N komplett umgebaut. Wir haben den ersten Amerika-Trip gemacht. Das war auch dieses Jahr mit Flo. Dann haben wir den Diablo komplett restauriert. Dann bin ich Eurofighter geflogen. Speed's alive. 100 knots. Rotate. Gear selected up. Diese ganze Ausbildung, die ganzen Videos, das war auch dieses Jahr Eurofighter geflogen. ID.Buzz haben wir umgebaut, den ich schon vermisse. Sehr schönes Auto, bis auf die Technikprobleme, aber optisch mega geil. Dann GT3S. Ja, auch dieses Jahr. Dann M3 Touring komplett mit dem Innenraum. Sport Quattro bei LCE. Dann sind wir Harley gefahren, verschiedene Harley-Modelle getestet und gemacht und getan, ob mir das gefällt. Und ich kam zum Ergebnis, ich finde es geil, ich will auch gerne irgendwas machen, aber ich will keine haben. Ich finde es optisch cool so, aber es ist nicht mein Ding so vom Fahren. Dann Ferrari F12, das war auch dieses Jahr. Porsche Mission X gefahren in Paris. Ich habe da wirklich immer ein Riesenglück in meinem Leben, dass ich sowas machen darf. Svante SX komplett umgebaut mit der Bossfront und Restauration und Beulen raus und Motor. Motor noch nicht ganz so, also geht es noch weiter nächstes Jahr. Aber der Sprung bei diesem Auto ist ja auch gigantisch. Dann den Peugeot 205, auch ein Komplettumbau, also auch da von A bis Z.
Dann sind wir ganz viele Lass-mal-fahren-Videos gefahren. Das, also ohne Ende Lass-mal-fahren-Videos, die wirklich auch alle sehr unterhaltsam waren. Der Corsa ist mir zum Beispiel sehr krass im Kopf geblieben. Ne? Also das Schalten war krass, und zwar so. Mega geil, also ultra geil. Dann waren wir bei Königsegg, dann waren wir in Goodwood, dann haben wir die Ugly Bitch angefangen zu restaurieren, was ein riesengroßer Fehler war. Das war wirklich blöd, das ist immer noch blöd, das ist nicht gut, die Idee. Hunitron sind wir gefahren. M3E92 haben wir auch angefangen umzubauen, auch schon relativ weit, inklusive dem Motorschaden, den wir verursacht haben, auch krass. Dann war ich mit Julia auf der Nordschleife im GT3S, das war auch sehr lustig. Dann habe ich Circle gegründet. Das war auch ein Riesenakt, der mich ja länger begleitet als der Januar von diesem Jahr. Dann den neuen M2 haben wir umgebaut. Dann das Volvo V70-Projekt, auch dieses Jahr. So rein? Ja. Rein, 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 rein! Dann war Mantai da und dann waren wir auf der Lazisee viel rumexperimentiert. Da wird es nächstes Jahr auch nochmal weitergehen. Time Attack hat eröffnet. Ja, ihr seht, wie das aussieht. Also das war auch schon ein großer Stein fürs Unternehmen, also ein geiles Teil. Dann der zweite Amerika-Trip, den ich als schon geilste Videoserie sehe, die wir gemacht haben. Das war ein Hit. Also so geile Bilder, so viel in einem Video drin, freue ich mich sehr. Dann haben wir den Boost Wars neu gemacht, komplett. Yep, ein sehr, sehr krasses Design. Sieht wirklich sehr gut aus. Und wir haben dieses Jahr auch noch zwei Cremo-Modelle rausgebracht, den G3 und den E36. Genau, da kam ich auch gerade drauf, auf zwei Modelle noch zum Schluss drauf zu schreiben, weil viele so untergeschrieben haben, dass sie den Boost Wars haben wollen als Modell. Genau, das ist erstmal das, was wir so gemacht haben als Videoinhalte dieses Jahr. Aber es passiert ja auch viel in meinem Leben außerhalb von den Videos. Und das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, das kann gut sein, aber es ist mit Abstand das bewegendste Jahr in meinen 43 Jahren. Ich habe in 43 Jahren nicht so viel Veränderung, nicht so viel durchgemacht, nicht so viel Schmerzen, nicht so viel Erkenntnisse gehabt wie in diesem Jahr. Jetzt beginnt das Video wieder, dass ich über mich rede. Da kommen wir nämlich auch zu einem Punkt, wo ich viele Erkenntnisse hatte, weil dann war eine Phase, wo ich irgendwie in mir drin das Bedürfnis doll hatte, Aufmerksamkeit und Bestätigung von euch zu bekommen. Und das hat sich auch in den Kommentaren wiedergespiegelt, dass ich das zu doll mache und so. Und im Nachhinein, mit der Arbeit, die ich an mir so geleistet habe jetzt, kann ich verstehen, dass ihr recht hattet, dass das stimmt. Das habe ich auf der einen Seite gar nicht irgendwie so nötig, aber irgendwas in mir drin hat mich dazu bewegt, dass ich das irgendwie brauche, dass ich das irgendwie wollte. Und da finde ich deutlich, deutlich zu mir. Und wie ihr wisst, habe ich ja wirklich viele Thematiken und habe darüber nicht mehr gesprochen, seitdem die Videos, da die Pause auch war und davor auch, wo wir gesagt haben, dass wir mehr zu dem Oldschool-Thema gehen.
Doch, in diesem einen Video, in so einem Jahresabschlussvideo, finde ich, kann ich ja nochmal so ein kurzes Fazit drüber geben, weil wo wir dieses Video gemacht haben, haben auch sehr viele Leute gesagt, dass sie das schätzen, dass es einen Jean-Pierre Krämer irgendwie gibt, den man auch so näher kennenlernt. Und irgendwie vermisse ich es auch teilweise, weil es mir auch viel gegeben hat, das loszuwerden, indem ich es euch irgendwie sage. Aber ich habe auch gemerkt, das ist kein richtiger Weg, um wirklich zu einem guten Ziel zu kommen, weil die Probleme, die ich so in mir habe, die auch auf jeden Fall, würde ich sagen, schon viel mit meiner Kindheit zusammenhängen und meinem Großwerden, das ist doch ein größeres Problem, als ich dachte. Und somit bin ich ja wirklich sehr viel, was in meinen Videos mitbekommt, dass ich dann weg bin und wieder da bin und dann eben schnell weg muss. Ich bin halt viel bei Ärzten und viel bei auch bei Therapeuten und sowas und muss da, geht auch ganz oft mit um, muss wirklich sehr viel lernen und sehr viel aufarbeiten, weil dieses Konstrukt, was ich so habe in mir, ist halt wirklich eine echt Pechsituation. Ich bin halt so groß geworden, habe dann diese Asperger-Geschichte, das Depressionsthema ist halt auch wirklich krass, habe halt mit einem anderen großen YouTuber gestern noch wirklich lange darüber telefoniert, der damit auch doll kämpft und es gibt auch viele Zuschauer, die das auch haben und es ist wirklich eine widerliche Einschränkung, die man im Leben hat, die für jemanden, der das nicht hat, immer noch nicht greifbar ist und es hört sich auch immer so, das Wort ist so ausgenutzt von vielen anderen und es ist halt echt, ist echt ein schlimmes Ding. Und das Ganze mit der Person, der ich jetzt so bin, aus Angst dahin, weil ich irgendwie erfolgreich sein wollte, aber eigentlich super Probleme habe, in der Öffentlichkeit zu stehen, nicht wirklich im Reinen bin mit mir in mir drin, nur Arbeiten gesehen habe nach vorne als Lösung, die Traumfrau in meinem Leben kennengelernt habe, vor vielen Jahren schon, und dann irgendwie den Mut und den Weg auch zu ihr gefunden. Ich bin verlobt mit dieser Frau, ich werde diese Frau heiraten. Ich habe einen Hund und fange an zu leben. Und das ist ein krasser Schritt. Denn wenn du jahrelang diese Firma als dein einziges Tun siehst und als einzige Option, wie du über den Tag kommst, indem du einfach manisch, verrückt versuchst, so kreativ und so stark wie möglich zu sein, um das nach vorn zu treiben, dann ist das dein Ding. Und dann verlierst du dich ja drin. Und das hätte auch weiter geklappt, aber ich wäre als Mensch verreckt, weil es dann dich gar nicht gibt. Du verwirklichst nur nonstop, aber das ist nicht der Weg. Sondern was ich jetzt für mich erkannt habe auch ist, dass dazwischen eine Lösung geben muss. Ich möchte ein Mann sein, ich möchte all diese Sachen sein und Sachen erleben und Sachen wollen, privat und schön erleben und nicht immer nur dieses Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten. Und dazwischen erfinde ich mich gerade, wo ich aber auch sehr, sehr viel Hilfe brauche. Und ich habe schon oft Danke gesagt, aber an dieser Stelle kann ich einfach nur mich bei meiner wunderschönen, sehr intelligenten, lieben, tollen Frau bedanken. Ohne die, kann ich euch sagen, würde das ganze Thema hier so nicht weitergehen. Ja? Sie hat mir einmal die Augen geöffnet. Dadurch kam sehr viel Schmerz und sehr viel Arbeit zusätzlich, die in mir kommt. Und gleichzeitig ist sie aber auch die Person, die es glattbügelt. Und da kann man diesem Menschen nicht genug danken. Gleichzeitig hat sie kein Mensch, Leute. Kein Mensch hat mehr Geduld als diese Frau. Kein Mensch. Niemand. Und das berührt mich auch total, weil ich wirklich durch mein Großwerden und durch dieses wilde Arbeiten habe ich einen Blick auf die Welt gehabt, der wirklich nicht gut war. Und keiner um mich rum wirklich hat mir das so gesagt, weil es funktionierte ja auch. Und ich bin auch irgendwie immer Chef gewesen in dieser Firma und so. Nicht, dass ich dann böse war. Natürlich hatte ich auch meine Phasen, wo ich dann zu doll gepusht habe und gedacht habe, alle sehen das so wie ich. Das war nicht der Fall. Das habe ich aber schon letztes Jahr erkannt. Und das hat auch sehr viel in der Firma geändert. Und wir sind ja trotzdem immer noch, würde ich sagen, ein unternehmerisches, erfolgreiches Unternehmen. Das heißt, das geht also beides. Somit denke ich, kann ich auch wirklich ich werden, und kann das auch trotzdem hier weitermachen. Das ist nur Arbeit, das zu lernen. Ich lerne Dinge, Leute, in dieser Asperger, in dieser Autistenschule. Ich bin ja immer offen, aber da schäme ich mich so doll, dass ich das gar nicht erzählen will. Ich rall die simpelsten Dinge nicht. Und das ist echt krass. Und habe mein eigenes Konstrukt, mein eigenes Bild aufgebaut, wie das Leben so funktioniert. Und habe gedacht, so geht das und anders geht das nicht. Nur so geht das. Und das ist wirklich verrückt. Und sich selbst dann auch kennenzulernen, ist echt eine Reise, die mit 43 echt krass ist. Die fangen gerade an zu arbeiten, fangen jetzt alle an zu singen. Weil wir gerade erst Motorschauffahr sind. Weil ich bin sofort zurück. Also alles gut. Ja.
sorry, jetzt bin ich ein bisschen raus. Will mich auch bedanken bei allen Mitarbeitern, bei den Sachen, die wir hier leisten, was ich früher gar nicht so erkannt habe. Es ist einfach in einem Level unglaublich. Und ich habe das früher nicht erkannt, weil ich einfach immer nur auf Strom gepolt war. Ich war immer nur auf Machen. Genau. Und jetzt sitze ich hier, habe wirklich das veränderndste Jahr überhaupt in meinem Leben. Also ich hoffe, dass das nächste Jahr nicht so krass sein wird vom Schmerz und von dem ganzen Durcheinander in mir. Und dann kommt auch der Punkt, dass ich mich unfassbar in Frage gestellt habe, immer noch. Weil das, was ich jeden Tag sehe, das kann dann sein, so Sachen wie die Menge an Autos oder die Größe der Firma oder diese ganzen Ideen, die ganzen Projekte. Ich habe auch manche Projekte jetzt gestoppt. Das sind auch teilweise neuen Firmen gewesen. All diese Dinge, weil ich mir dann teilweise da sitze und denke, was machst du? Warum machst du das? Weil ich mich dahinter versteckt habe und dann immer nach vorne so geschoben habe und, ne, und das so, ja, du machst das toll, guck mal, was der so macht, toll. Und da habe ich dann irgendwie das so rausgezogen, was aber nicht der Weg ist. Das ist es nicht. Was aber nicht heißen soll, dass wir weniger machen oder wir machen es nur anders. Und für mich verdaulicher, nahbarer, und das ist jetzt so der Punkt für nächstes Jahr. Sehr viel geile Sachen haben wir vor. Und zwar, dass wir, also auch in Aufarbeiten von dem Thema gerade, dass wir ganz viele Autos, fast alle Autos von früher, die wir schon mal gebaut haben, nochmal bauen. Dass wir sie so bauen, wie wir sie heute bauen würden. Das heißt, wir nehmen das Auto und bessern wirklich alles Mögliche aus, was mich gestört hat, was wir damals noch nicht so gesehen haben, was wir uns nicht leisten konnten damals. Das heißt, die Autos werden jetzt wirklich zu einem Punkt gebaut, dass man sagt, hey, krass, geil. So wäre es eigentlich das richtige Projekt gewesen, weil wir sehen das auch, wie Spaß sie an dem A4 B5, an dem E36 V8, an all diesen Autos ja habt. Und da gehen wir jetzt einfach wieder ran und machen da weiter, dass das dementsprechend geil wird. Und können ja auch viel mehr jetzt. Das ist ja wirklich so. Guck mal, wir machen das jetzt 11 Jahre. Ja, jetzt ist das, also jetzt am 1. Mai sind es dann 12 Jahre. Ja. Und das ist eine unglaubliche Zeit. Und wir haben ja die großen Projekte, also es ging ja schon 2014 los, so ungefähr 14, 15. So, da ist echt viel Lernen zwischen gewesen. Das heißt, für uns wird es auch wirklich spannend. Und wir zeigen natürlich auch die Sachen, die wir damals vielleicht nicht so geil gebaut haben, die wir jetzt viel geiler bauen werden. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Was auch zählen, wie viele Autos das immer so pro Jahr sind. Pass auf. Also gekommen sind dieses Jahr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 Autos. 17 Autos in 12 Monaten. Ja, das ist alles, muss finanziert werden. Manche davon sind ja verkauft, der GR86, der i20N, sehe ich jetzt so. Der ID.Buzz ist weg, das war ja auch nicht unser. Aber das muss halt auch alles irgendwie bezahlt werden. Das ist halt echt eine Riesenmaschine. Und teilweise erschrecke ich mich jetzt echt doll selbst. Ne? Also ich bin nachts im Bett und habe Angst. Habe ich früher nie gehabt. Nicht bei dem Thema, aber jetzt echt krass. Ja. Gut, ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten und viel Erholung. Ich kann noch nicht genau sagen, wann die Videos wieder losgehen. Es kommt jetzt nochmal an Heiligabend ein Best-of, funny. Dann kommt nochmal ein Best of Porn am Neujahr. Und dann müssen wir schauen, wann wir wirklich wieder anfangen mit den Videos. Weil, ja, ich brauche auch noch ein bisschen Zeit für mich und habe noch ein paar Termine, die ich da so wahrnehmen muss. Und dann geht es wieder weiter am Text. Ich will noch eine Sache loswerden. Ich will es gar nicht in Vergleich setzen, aber ich weiß nicht, wo es das so gab. Diese Treue, die ihr uns schenkt, ist unerreicht, unvergleichbar meiner Meinung nach, weil es einmal so lange ist und so intensiv und ihr kommt zu den Orten hin. Im Internet jemanden zu unterstützen ist eine Sache. Aber wenn ich habe gestern Abend im Burgerladen unten gesessen, unter den Leuten, habe da ganz normal gesessen, habe gesehen, mit wie viel Freude und Liebe ihr dort in der Schlange steht und wartet und euch freut über das Essen und wie happy ihr seid, und dann habt ihr einen Hoodie an von uns und all das in der Zeit mit so viel Liebe und so viel Dankbarkeit ist,
ein Danke sagen ist nicht genug irgendwie. Ja, viele Gedanken habe ich. Echt viele, viele Gedanken. Aber ich denke, den Jean-Pierre, den ihr jetzt immer mehr bekommt, der ist reiner, erwachsener, zufriedener und mehr bei sich selbst. Und ich glaube, das ist gut. Und lachen kann der auch. Ja. Ich wünsche euch wirklich viel Spaß und wir sehen uns, von mir gesprochen, live für das Video erst nächstes Jahr. Ja. Tschüss.